Herzlichen Dank an Medico. Herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie nach diesem langen Tag hier immer noch ausharren und mir jetzt noch ein paar Minuten Ihr Gehör schenken. Ich habe einen hoffentlich kurzen Kommentar formuliert zu dem Text von Kadri Ismail mit dem Titel Gleicher als andere, eine Kritik des Eurozentrismus im Aufklärungsdenken. Kadri Ismail hat mit seinem Beitrag eine Kritik des Eurozentrismus im Aufklärungsdenken vorgelegt, an die ich hier kurz anknüpfen möchte. Er hat die Unentrinnbarkeit der kolonialen Vergangenheit in der Gegenwart dargelegt, anhand schon seines Namens, und die Frage aufgeworfen, inwiefern nicht nur die US-amerikanische Unabhängigkeitserklärung, sondern generell jeder Text mit universalistischem Anspruch nicht einfach nur eine partikulare Position, eine weiße, europäische, christliche, männliche, verallgemeinert. Diese schwierige Frage möchte ich an dieser Stelle elegant umgehen und stattdessen einfach an anderer Stelle anknüpfen, anhand seiner Kritik dieses Eurozentrismus, anhand der Declaration of Independence, also eines Dokuments der Aufklärung. Und ich möchte im Folgenden die These vertreten, dass wir vielerorts in einem Denken und Handeln, das an Aufklärung orientiert ist, dennoch Eurozentrismus auffinden können. Was ist Eurozentrismus? Mit Henning Melber können wir es erstmal definieren als eine bestimmte Form des Ethnozentrismus. Ethnozentrismus, die Bewertung anderer Gruppen anhand der Wahrnehmungs- und Wertungsmuster der eigenen Kultur. Der Eurozentrismus ist insofern nochmal spezifisch, als dass er zum einen weltgeschichtlich unglaublich wirkmächtig geworden ist im Rahmen des Kolonialismus, zum anderen aber auch im Unterschied zu anderen Ethnozentrismen sich dazu verstiegen hat, eine universelle Theorie der Fremdheit und ihrer notwendigen Aufhebung zu formulieren. Die anderen sind nicht nur anders, sondern die sind so, wie wir früher mal waren. Und die werden so, wie wir jetzt schon sind. Das ist damit gemeint. Nun könnte man auch sagen, gut, aber wenn Ethnozentrismus ja eigentlich in allen Kulturen vorkommt, was ist dann jetzt so besonders schlimm an dem Eurozentrismus? Ich möchte einen Schritt weitergehen und sagen, Eurozentrismus möchte ich hier in diesem Kontext fassen als eine auf kolonialen Rassismus zurückgehende Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund der Zuschreibung ihrer Herkunft und damit assoziierten Eigenschaften. Und diese Ungleichbehandlung findet sich, wie Kadri Ismail zeigt, auch in der Declaration of Independence, der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die von dem Grundsatz ausgeht, wir haben es eben gehört, all men are created equal. Die Loslösung vom britischen Empire wird dann damit begründet, dass eben doch nicht alle gleich behandelt werden. Dass eben manche Menschen eben von bestimmten Mitbestimmungsrechten ausgeschlossen werden, was die Steuer angeht, was Gerichtsverfahren angeht. Die Forderung nach Gleichbehandlung, die in der Declaration of Independence erhoben wird, bezieht sich allerdings natürlich nur auf die weißen Siedler. Nicht auf die Native Americans, die in der Erklärung selbst noch diffamiert werden als Wilde, die nicht davor zurückschrecken würden, Frauen und Kinder zu töten. Was natürlich eine wunderbare Legitimation dafür darstellt, diese Wilden weiter vertreiben und töten zu können, auch ihre Frauen und Kinder. Ich möchte an dieser Stelle noch andere Elemente der Aufklärung, andere Dokumente der Aufklärung anführen und den Bogen schlagen zur Gegenwart, zu unserer vermeintlich aufgeklärten Gegenwart. Was ich in der Schule unter Aufklärung gelernt habe, das hatte vor allem viel zu tun mit der Französischen Revolution, die als politisches Symbol für die Überwindung des feudalen Ungleichheitsdenkens uns nahegebracht wurde damals. Unerwähnt blieb nicht nur Olympe de Gouges, die Frauenrechtlerin, die hingerichtet worden ist, sondern auch und vor allem die haitianische Revolution. Der Aufstand versklavter schwarzer Menschen 1791, die es 1804 nach langem blutigem Kampf schafften, ihre Unabhängigkeit zu erklären. Was hatte die französische Revolutionsregierung gemacht, die im Namen von Freiheit und Gleichheit doch eben für die universellen Menschenrechte zu kämpfen beanspruchte? Was hatte sie gemacht, als sie von dem Aufstand hörte in Saint-Domingue? Das, was alle Kolonialherren machen, sie hatte die Truppen geschickt und mit Gewalt geantwortet. Die haitianische und nicht die französische Revolution machte ernst mit dem Versprechen von Freiheit und Gleichheit.
Dennoch tauchte sie in meinen Geschichtsbüchern zumindest damals nicht auf. Warum nicht? Die Antwort kann nur lauten Eurozentrismus. Im aufgeklärten Europa sind zwar alle Menschen gleich, aber faktisch einige gleicher als andere. Das Muster setzt sich fort. Das Muster begegnet mir immer wieder jeden Tag, wenn ich die Zeitung aufschlage. Es setzt sich fort auch in der Bewertung von Todesfällen. Was unterscheidet die 3000 Toten vom 11. September von den über 1100 Toten von Rana Plaza, jenem Unglück in der Textilfabrik in Bangladesch? Was unterscheidet die Toten vom 11. September von den Zehntausenden, die täglich sterben, jeden Tag, daran, dass sie nicht genug Geld haben, sich eine medizinische Versorgung, sauberes Trinkwasser oder genügend Nahrungsmittel leisten zu können? Welche Toten verändern den Lauf der Geschichte, verändern die Parameter der Weltpolitik? Einige Opfer sind gleicher als andere. Selbst dort, wo die Aufklärung hierzulande zu Recht stolz ist auf ihre Erfolge, hier in Deutschland, in der kritischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus, selbst dort stellt Eurozentrismus das stillschweigende Fundament dar. Wie sonst können wir Auschwitz als Zivilisationsbruch bezeichnen, ohne zu implizieren, dass die kolonialen Massaker und Völkermorde der vorangegangenen Jahrhunderte die Zivilisation ungebrochen gelassen haben? Der antikoloniale Theoretiker Aimé Césaire hat in diesem Zusammenhang behauptet, dass das, was die Europäer Hitler nicht verziehen hätten, wäre, dass er Praktiken, die vorher nur auf Nicht-Weiße in den Kolonien angewendet worden sind, auf einmal auf weiße Europäer angewendet hat. Dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, verabschiedet wurde, passt zu dieser These. Und um den Bogen wieder in die Gegenwart zu schlagen, was, wenn der Bundestag jetzt vor kurzem in einer Resolution zu Recht den Völkermord in Armenien 1915 anprangert, mit dem Finger zu Recht auf das autoritäre Regime Erdogans zeigt und dabei spricht von ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts? Was wird dabei vergessen? Der Völkermord durch deutsche Truppen verübt an den Herero und Nama 1904. Und wer weiß heute schon, wenn wir uns an das letzte Jahr erinnern, an die Massaker in Paris, wer weiß, dass es schon vor über 50 Jahren, 1961, ebenfalls ein Massaker von Paris gab, verübt von der Pariser Polizei an mehreren hundert unbewaffneten, friedlichen algerischen Demonstranten. Auch das, was wir wissen, ist geprägt von Eurozentrismus. Einige Opfer werden leichter vergessen als andere. Die Ereignisse von Silvester in Köln passen ebenfalls da rein. Die doppelten Standards werden auch hier deutlich. Auch im kämpferisch-aufklärerischen, feministischen Ruf nach der Ahndung sexueller Übergriffe ruht ein stillschweigendes, eurozentrisches Fundament, wenn die jährlich wiederkehrenden sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen vornehmlich weißer deutscher Männer an Karneval, am Oktoberfest, nicht die gleichen Reaktionen hervorrufen. Dann sind auch einige Täter gleicher als andere. Hier sind wir beim Kern eurozentrischen Denkens und Handelns. Es geht um die Ungleichbehandlung. Mit der Begründung, dass die anderen anders sind als wir. Nicht so rational wie wir, sondern rückständig, unzivilisiert, unterentwickelt. Dieses koloniale Denken erlaubt es auch lange nach dem Ende des Kolonialismus, einerseits gleiche Rechte für alle zu propagieren, aber andererseits doch wieder gute Gründe zu finden, warum eben einige von diesen gleichen Rechten ausgeschlossen bleiben. Und dieses Denken finden wir auch und gerade bei Leuten, die sich selbst für sehr aufgeklärt halten und dennoch meinen, die da unten, auch eine schöne Formulierung, seien nicht in der Lage, sich vernünftig selber zu reagieren und sich bisweilen, wie neulich in der Welt und auch in der Zeit geschehen, sich rücksehnen nach der zivilisierten Herrschaft der Europäer, dabei vergessend, dass in Amerika 70 der 80 Millionen Indigenen dieser Herrschaft zum Opfer gefallen sind. Wie sieht jetzt, wenn wir das alles hinter uns lassen wollen, ein Europa aus ohne Eurozentrismus? Bei dieser großen Frage werde ich nur ganz kurz einige Stichpunkte hervorheben. Ein solidarisches Europa und eines, das die Dialektik der Aufklärung mitdenkt, müsste meines Erachtens zumindest folgende Punkte beachten. Ich habe viel über die Vergangenheit gesprochen. Es geht tatsächlich auch um eine postkoloniale Erinnerungspolitik, die nicht mehr nur die weißen Opfer
als Ausgangspunkt für historische Lernprozesse nimmt. Es geht auch, und darüber hat Sonja Buckel heute schon viel gesprochen, über eine Beendigung der imperialen Lebensweise, um ökologische Gerechtigkeit, um ein Ende einer neokolonialen Arbeitsteilung, die auf der Ausbeutung und Aneignung von natürlichen Ressourcen und Arbeitskräften in anderen Teilen der Welt beruht und die das Fundament unserer Lebensweise hier darstellt. Die Kolonisatoren kommen, das muss man in diesem Zusammenhang auch erwähnen, zunehmend nicht nur aus dem Norden, sondern auch aus anderen Ländern, die vorher dem Süden zugerechnet wurden. Ein dritter Punkt, ein Recht auf Migration, das dem Zufall, in einem Hochlohnland geboren worden zu sein, nicht mehr dieselbe Bedeutung beimisst, nämlich die Bedeutung, als politische Legitimation zur Begrenzung von Bewegungsfreiheit herhalten zu müssen. Und ein letzter Punkt, eine Forderung, die ich lange nicht mehr gehört habe, Reparationen für den Kolonialismus. Obwohl die weißen Nationen nach ihren Weltkriegen die von ihnen verursachten Schäden als Pflicht für eine Entschädigung begriffen haben, sind sie trotz einer 500-jährigen Geschichte von Eroberung, Unterdrückung, Unterwerfung und einer Geschichte von Völkermorden nie auf die Idee gekommen, dass sie das möglicherweise auch gegenüber nicht weißen Nationen zu leisten hätten. Ich denke, auch hier wäre es an der Zeit für ein Umdenken. Ein Europa ohne Eurozentrismus wäre mithin eines, das die Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer zugeschriebenen Herkunft beendet. Das, offen gestanden, erscheint mir nicht zu viel verlangt. Anschnellknopf gesucht, aber den gibt es hier gar nicht mehr. Wir sitzen schon sehr lange hier und deswegen wird diese Schlussdiskussion sich auch nur einer einzigen Frage zuwenden und das ist vielleicht eine Zumutung für die drei Leute, die hier jetzt stellvertretend für uns alle noch einmal das Wort erhalten. Aber gleichzeitig glaube ich, wir können gar nicht gehen, ohne diese Frage gestellt und zumindest in Ansätzen auch beantwortet zu haben, damit wir was haben, wie wir sozusagen, wenn das alles, was wir erfahren haben, absinken, wir dann die Frage stellen, was kann man eigentlich tun, damit wir das ein bisschen anordnen können. Und ich beziehe mich dabei auf zwei Sachen, die heute eigentlich dauernd Thema waren. Ich fange mit dem Eurozentrismus an. Ich kann aber genauso gut auf die Frage Kapitalismus, ich kann auf die Frage imperiale Lebensweise und ich kann auf die Frage Degrowth kommen. All das haben wir heute diskutiert. Und der Robert Missig hat völlig zu Recht gesagt, und ich möchte das nochmal hervorheben, weil das, glaube ich, extrem wichtig ist, um weiterkommen zu können, dass wir es bei all diesen Dingen mit langen, sehr langen Transformationsprozessen zu tun haben und dass wir uns selbst im Weg stehen, wenn wir unser eigenes Handeln in diesen langen Transformationsprozessen nach dem Modell der russischen Revolution denken, das heißt nach einem schnellen Zugriff auf die Macht des Staates, die dann alles ändern wird. Dass wir uns dem im Weg stehen, sondern dass wir uns den vor uns stehenden, uns bereits mit sich führenden Transformationsprozess eher so vorstellen müssen, wie den Übergang aus der Feudalität, die langen, die drei Jahrhunderte aus der Feudalität in die bürgerliche Gesellschaft rein, mit in gewisser Weise der Reformation als dem subjektiven Moment daran. Das ist die eine Seite. Davon haben wir mehrfach und ich halte das auch für absolut richtig. Und deswegen habe ich jetzt so lange das nochmal hervorgehoben. Gleichzeitig aber hat Sonja zum Beispiel vom Sommer der Migration gesprochen. Das heißt von dem plötzlichen, trotz allem plötzlichen Ansturm, von dem plötzlichen Handeln müssen, von dem kurzen Moment von Willkommen und wir schaffen das, dem schnellen Umschlag jetzt in das, was gegenwärtig sich mit dem Deal mit der Türkei vollzieht. Wir können aber auch erinnern, den Aufstieg der Rechten, jetzt auch hier in Deutschland, den Zerfall der Sozialdemokratien, das sind alles keine Sachen, da kann man sagen, das sind lange Transformationsprozesse, denn das sind heftigste Verwerfungen in kürzester Frist, die die Frage aufwerfen, wie wir mit umgehen. Ist, wenn die Dinge sich so verhalten, dann ist ja eines noch, das wir ansprechen müssen.
Wir haben lange Prozesse der Transformation, in denen wir möglicherweise schon stehen und in denen wir begriffen sind, ohne möglicherweise den Prozess selbst zu wollen. Ich muss als Migrant nicht eine bessere Welt wollen, ich will einfach ein besseres Leben für mich. Bin aber Teil des Umzugs der Menschheit sozusagen. Und gleichzeitig müssen wir auf kurze Frist handeln. Das heißt, wir müssen den langen Transformationsprozess doch mit den Verwerfungen auf kurze Frist verbinden. Und das ist die Frage nach, ich würde das jetzt mal so nennen, der politischen Artikulation, auch der politischen Koordination von diesem Verhältnis. Und das wäre die Frage, nicht wirklich sie zu beantworten, sondern uns auf dem Nachhauseweg nochmal einen Hinweis zu geben und für die Zeit, die vor uns liegt, wie man eigentlich diese beiden Ebenen zusammenbringen kann, was nicht heißen muss, sozusagen in verbindlicher und in einer Weise und durchgängiger. Aber wir müssen, glaube ich, eine Idee dazu haben. Und ich würde schlicht und einfach sozusagen von mir nach da vorgehen. Schön, Thomas zentrisch, also fange ich jetzt mit dir. Ja, du hast uns ja eh gestattet, keine abschließende und vollumfängliche Antwort auf so eine große Frage geben zu müssen. Deswegen mache ich einen Aspekt vielleicht nur. Ich glaube, auch in dem Fall ist natürlich absolut notwendig, die richtige Perspektive zu haben. Also zu quasi, wie kann man das nennen, so eine Art, wie heißt denn das bei der Schifffahrt mit dem Pfeil? Den Kompass im Kopf richtig zu stellen, danke. Früher, wie der Eurozentrismus noch herrschte, hat man das gewusst. Den Kompass im Kopf irgendwie richtig zu stellen. Ja? Also wenn der Kompass heißt, es wird alles schrecklicher und wir führen nur Abwehrkämpfe und das hat eh alles keinen Sinn und das spielt, das hast du ja einerseits in den sozialen Bewegungen genauso wie auch in den unabhängigen NGOs, aber du hast es dann auch in der krisenhaften Sozialdemokratie, aber letztlich auch in anderen Formen von Linksparteien diese Haltung, weil mit uns wird es langsamer schlechter. Das ist ja sozusagen schon eine falsche Haltung. Ja? Und wenn die Haltung mal ist, es ist zwar alles kein Spaziergang, aber es gibt auch so etwas wie die Möglichkeit einer positiven Transformation und das dauert lang und verschiedene Akteure und verschiedene Aktivismen sind ein Mosaikstein auf dem Weg dahin, dann hat es natürlich einen völlig anderen Status in diesem Prozess. Also erst dann ist es ein Prozess, alles andere ist sozusagen eine Wagenburg-Mentalität. Und das halte ich, also in dem Moment, wo man so denkt, wird doch alles irgendwie klarer, dann reißt doch irgendwie auf, wie wenn die Wolken weggehen. Ja? Und das wäre gewissermaßen meine 50 Cent to that. Ich finde das eine bisschen schwierige Frage, weil zwischen strukturellen und konjunkturellen Momenten zu unterscheiden und überhaupt in der Welt leben zu müssen, die wir nicht unmittelbar verändern können, ja, wo wir glücklich über Ereignisse, das Wort muss ja mal fallen, wenn der Thomas hier sitzt, sind, plötzlich die Kontingenz von festgefahrenen Verhältnissen wie eben der Sommer der Migration deutlich machen. Während ich denke, das ist ein schwieriges Verhältnis, weil der Niedergang der Sozialdemokratie ist kein Ereignis. Das ist ein wirklich, wirklich ein langwieriger Prozess, der Mitte der 70er Jahre spätestens begonnen hat und der uns jetzt wie ein Ereignis erscheint. Das muss man sich eben auch überlegen, ob Sachen wirklich Ereignisse sind oder ob sie nicht einfach Kristallisationspunkte dessen sind. Mache jetzt mal einen kleinen Trick. Denn es braucht ja politische Akteure, AkteurInnen, die in einer bestimmten Situation sagen, wir deuten jetzt etwas als ein Punkt, an dem es so nicht weitergehen kann. Und dann würde ich nämlich viel lieber vielleicht Robert noch mal fragen, ob du nicht ganz kurz was zum Aufbruch in Österreich sagen kannst, unter dieser Perspektive. Das ist schwierig. Das ist schwierig, da ich nicht so wahnsinnig involviert in darin bin. Es ist halt eine Gruppe, eine Gruppe von Menschen aus der, sagen wir mal, radikalen Linken hat sich begonnen zusammenzutun und das mal zu überwinden, was die radikale Linke auszeichnet, nämlich dass man zu 20 in einem Raum sitzt und sich anschreit. Und
da in einem sehr langwierigen Prozess von einem Jahr so etwas wie Vertrauensverhältnisse dann in Kreisen von 100 Leuten zu bilden und da jetzt einen Kongress von 700 Menschen, die jetzt gebildet, was woraus eine Art von Organisierungskampagne der Linken folgen soll. Das ist, ich zitiere, ja, ich gebe zu, das ist ein äußerst schwammiger Begriff, weil sich schon die Frage anschließt, wer sind eigentlich die Linken und sollen es nur die Linken sein oder auch andere, die gar nicht von sich behaupten, Linke zu sein. Es ist ja gleich ein Rattenschwanz an Fragen mit da verbunden und was heißt organisieren. Das ist alles sehr offen gelassen, aber es ist ein Prozess, der auf jeden Fall mal zeigt, dass ein bisschen was in Bewegung gerät und dass ein paar Leute auch von jenseits des politischen oder des üblichen Systems sich mal auf die Hinterbeine stellen. Und gleichzeitig gibt es natürlich an anderen Stellen auch Bewegung im Land, sodass das eigentlich im Moment relativ aufregende Wochen in Österreich sind. Vor allem, wenn man es bedenkt, welche Jahre der Depression hinter uns liegen. Das wäre die Kurzzusammenfassung. Ja, also ich finde die Frage ebenfalls sehr schwierig. Ich finde es aber sehr wichtig, halt eben auch genau diese langen Zeiträume im Kopf zu haben und halt eben auch genau diesen Kompass im Kopf zu haben. Und das hilft mir immer ungemein, weil ich also in der Linken halt eben auch immer das Gefühl habe, dass es ein vorherrschender Diskurs, dass es wird immer alles immer schlimmer. Und gerade eben in so einer Situation, wo die AfD immer neue Rekordzahlen eben schreibt, fällt es natürlich auch leicht, da halt eben zuzustimmen, sagen, ja, Katastrophe, Mensch, irgendwie vor 2 Jahren waren die Rechten irgendwie bei so und so viel Prozent, aber also speziell jetzt darauf bezogen, finde ich, sollten wir auch so ein bisschen im Blick behalten, dass dieser AfD-Aufstieg, wo kommt der her? Das ist eine Reaktion darauf, dass sich die Parameter verschoben haben. Und zwar in unsere Richtung, dass die CDU eben nicht mehr die Position vertritt, die die AfD heute vertritt, und genau das haben sie ja früher gemacht. Deswegen gab es ja auch rechts von der CSU keine demokratische Partei, um Herrn Strauß zu zitieren, sondern die haben sich halt eben in die Mitte verschoben, genau wie die SPD sich auch bedauerlicherweise in die Mitte verschoben hat. Aber ich glaube, so mit diesem langfristigen Blick fallen mir immer wieder viele Sachen auf, die wirklich, also wo Kämpfe gewonnen worden sind, wo Kämpfe jetzt eben aus einem breiten Verständnis von Herrschaft, von Emanzipation, Kämpfe von Frauen, Kämpfe von Schwarzen, Kämpfe von Schwulen, die einfach in den letzten 100-200 Jahren eben viel vorangebracht haben. Und ich glaube, wir müssen viel mehr darauf gucken, was wir alles schon geschafft haben und wie wir es geschafft haben. Und das halt vielleicht eben auch als Ausgangsbasis nehmen, eben jetzt vielleicht so die aktuellen Problemstellungen. Und da sehe ich vor allem immer noch eben so einen neoliberalen Kapitalismus, der immer noch fest im Sattel sitzt, obwohl mittlerweile einfach schon fast 10 Jahre seit dieser katastrophalen Finanzkrise eben ins Land gegangen sind, wie wir da halt eben in dieser Stelle weiterkommen. Und da finde ich eben so eine Degrowth-Bewegung auch einfach, also mit allen Schwächen, mit allen Ungereimtheiten, mit allen Ambivalenzen, mit allen Widersprüchen, einfach einen guten Ansatzpunkt, weil das auch zum ersten Mal überhaupt nochmal grundlegendere Sachen in Frage stellt, die genau diese imperiale Lebensweise und unser Gesellschaftsmodell betreffen, wo halt eben bis vor einigen Jahren das halt eben auch immer noch ein totaler Konsens war, dass Wirtschaft aufgrund von diesen Mechanismen funktioniert und dass es halt eben die und die Kategorien gibt, wie man halt eben ein gutes Leben misst, nämlich über das Bruttosozialprodukt. Also ich glaube, dass es da halt eben auch einfach eben einen guten Hebel gibt, um nochmal über grundlegendere Fragen zu diskutieren und dass wir über diese grundlegenden Fragen diskutieren müssen und dass wir damit halt eben auch über das große K-Wort diskutieren müssen. Ich glaube, da sind wir uns hier auf dem Podium auf jeden Fall einig.
Ich hatte extra gesagt, dass wir die Frage nicht beantworten werden. Von uns aus der Perspektive Medikus, die wir der Veranstalter dieser Diskussion. Sorry, erst habe ich gar nichts gesagt, jetzt muss ich dir auch noch ins Wort fallen, aber das ist so, weil ich Angst habe, dass es sonst zu spät ist. Ein Punkt, den wir ja immer machen, ja, Andrea lacht schon. Ein Punkt, den wir immer, glaube ich, der zu jeder Zeit langfristig, kurzfristig gilt, ist es ja, dass wir Gegenstrukturen aufbauen müssen. Dass es Orte geben muss, von denen der Widerstand ausgehen kann und von denen andere Verhältnisse gedacht werden können. Und was heute noch nicht gesagt wurde, ist, dass der Armsia, mein Kollege an der Universität Kassel ist und dass es kein Zufall ist, dass es die einzige politikwissenschaftliche Institut ist, in der eine Professur für postkoloniale Studien und Entwicklungspolitik in Deutschland existiert. Und deswegen, es gibt eine Menge von uns dort. Und warum ich das jetzt sage, ist nicht, um uns zu feiern, sondern wir machen eine herrschaftskritische Sommeruniversität. Und für diese habe ich euch ein paar Flyer mitgebracht und die würde ich euch gerne austeilen. Und es ist eine Universität, die sich nicht nur an Akademikerinnen und Akademiker richtet. Das wollte ich noch sagen. Ihr seid da herzlich eingeladen. Das war jetzt ein gutes Beispiel, wie man im langfristigen Transformationsprozess eine kurzfristige Verwerfung einführt. Wir haben das von Seiten Medikus sozusagen mit unserer historisch ersten großen und über lange Zeit andauernden Losung schon gefasst. Das war die Rede von der Hilfe im Handgemenge. Und die Hilfe im Handgemenge sollte verbunden sein. Das sind jetzt lauter alte Worte, aber ich sage die deswegen, weil sie nach wie vor passen. Weg, weit, ein bisschen weiter weg. Die Hilfe im Handgemenge sollte natürlich nicht dazu da sein, nicht am Spaß aus der Rauferei, sondern auch an der Möglichkeit, Inseln der Vernunft zu schaffen. Das war ein Teil dessen, was sowohl in Perspektive Degrowth, aber auch allgemein in Perspektive Kapitalismus mit den vielen kleinen Transformationsprozessen, die schon begonnen haben, was damit angesprochen worden ist. Also solche Inseln der Vernunft, an denen man beginnt, für sich alleine mit anderen zusammen, imperiale Lebensweise, Kapitalismus, Degrowth, Eurozentrismus, alle so großen Sachen anzugehen in der Perspektive eines kleinen Handelns. Aber Inseln der Vernunft kann es natürlich letztlich nur geben, wenn man gleichzeitig immer auch zu klären versucht, was das denn überhaupt sein soll. Vernunft. Denn Vernunft, das ist etwas, was ich nur im Blick auf die lange Transformation überhaupt klären kann. Und da war es uns wichtig, mit diesem offenen Ende zu enden heute, dass angesichts dessen, was wir im letzten Jahr erlebt haben und in diesem Jahr wieder erleben, dem Ansturm auf Europa, der noch lange nicht zu Ende ist, auch wenn es ihnen jetzt gelungen ist, durch einen schmutzigen Deal mit den autoritären Regimes dieser Welt eine Unterbrechung herbeizuführen. Der Ansturm auf Europa ist passiert, es wird nicht aufhören. Damit ist die Frage zu klären, ob es uns gelingt, Europa zum Handlungsfeld zu machen. Das ist eine zentrale Frage, die sich uns stellt. Und wenn wir das so tun, wenn wir im Blick auf die Vernunft und im Blick auf Europa nach dem Handlungsfeld suchen, auf dem wir tätig werden können und Wirkung erzielen wollen, dann müssen wir gleichzeitig wissen, dass selbst Europa und selbst diese Vernunft nicht unschuldig ist. Damit sind wir genau beim Kerngebiet von dem, was für Medico immer schon das Handeln waren, was es auch bleiben wird und wo wir hoffen, dass sie uns weiter begleiten in einem langen Prozess, dessen Ausgang so unklar bleibt, wie das hier auf diesem letzten Abschlusspodium notwendig ausgesprochen werden sollte. Dankeschön, kommen Sie gut nach Hause. Applaus